Wir müssen uns fragen, welche digitalen Verfahren sind denkbar, aber auch ethisch vertretbar, um Bedarfe von jungen Menschen schnell und zuverlässig zu messen und in entsprechende Angebote zu übersetzen. Weil digitale Angebote zum Leben von jungen Menschen gehören, muss man sie dort abholen, wo sie sind. Und der digitale Raum, in dem Jugendliche unterwegs sind, darf nicht aus dem Betätigungsfeld der Arbeit mit jungen Menschen ausgeblendet werden. Es geht also darum, junge Menschen lebensnah und auf Augenhöhe mit digitalen Kompetenzen auszustatten. Und die digitale Ethik kann nur in einem Kontext vermittelt werden, mit dem die jungen Menschen vertraut sind. Das heißt, genutzte soziale Netzwerke oder Tools. Und dafür kann es hilfreich sein, ihre Fragen aufzugreifen und mit ihnen gemeinsam nach Antworten zu suchen. Zu den rechtlichen Rahmenbedingungen, die sind zum Teil nicht den veränderten Lebenswirklichkeiten von der Gesellschaft angepasst oder nur unzureichend abgebildet. Das führt in der Jugendarbeit oft zu Unsicherheiten, Grauzonen und Problemen. Und es braucht klare Richtlinien in der Jugendarbeit dazu. Und gesellschaftliche Fragen, die durch Big Data oder Ähnliches im Bereich, sich im Bereich Datenschutz ergeben, sind für die Jugendarbeit auch von höchster Relevanz.